Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir haben ja jetzt das Problem, dass wir hier drinnen sind, aber es keinen Durchgang gibt, beziehungsweise der Durchgang verschlossen ist. Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Hier ist auf jeden Fall ein Ritter, aber was ist das für ein Ritter? Jetzt bin ich ja neugierig, wa? Der ist da hinten irgendwo. Ich muss, es tut mir leid. Haben wir hier auch. Das ist doch bestimmt irgendwie ein Riese oder sowas, wa? Kann man den irgendwie abschießen? Elite-Truppen. Nee, kann ich gar nicht. Komm, kämpfen wir. Oh. Sehr gut. Okay, mit der Zeitlupe beim Ausweichen. Das ist ja ein Skill. Trottiger. Trottiger. Odin-Runen verbessern deine Kräfte. Bringen sie an einen Teil deiner Ausrüstung an. Okay, warte mal. Inventar. Kann ich nicht. Hier kann ich das hier. Schleichangriff. Runen. So, und wo kann ich das jetzt hier? Wo finde ich denn die hier? Oder sind die hier irgendwo drin? Ne? Das sind die hier, ne? Nee. Exotische Ressourcen. Oh, guck mal, wir haben hier schon zwei gekriegt. Für was? Von was? Kleine. Chance. Gewicht brauchen wir nicht. Waffenrune. Aber sind das jetzt die Runen hier? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Das hier, oder? Das kenne ich noch nicht. Schattenladung. Hebst du die Kraft des Rahmens auf, wirst du vorübergehen. Schwerer zu entdecken. Okay, da können wir irgendwann den Schmied geben. Handelsgüter.
Das ist eine gute Frage, ne? So, kann ich hier irgendwas? Aber hier ordenstechnisch haben wir ja nichts mehr, ne? Kinder der Dano, ne? Die sind hier einfach nur Norwegen. Personen. Gegner. Personen. Cassandra. Ach so, können wir. Na gut. Kann ich jetzt nicht sagen, wo, wie, was, weshalb. Ach, hier sind die Olden. Nimm das! Oh, wer bist du denn? Joa. Sollst du dich mit einem Gott anlegen, oder was? Eine Zwergenrune. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Ja, so weit waren wir ja schon, ne? Okay, kann ich die plündern? Ach nee, die plündern. Man plündert ja automatisch. Hier ist auch nochmal was. Hier haben die Zwerge ihr Zeichen hinterlassen. Ja, so, jetzt ist hier nochmal eins. Das weist den Weg zu einer Zwergenzuflucht. So weit waren wir ja schon. Das geht ja dann darin. So. Das Problem ist aber jetzt. Jetzt müssen wir erstmal einen Weg finden. Oh, hier ruckelt's. Es rappelt im Karton. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Brando Lumpidu! Ja, ich habe die Kraft. Ich habe die Macht. So, warte mal hier. Ist die Plattform, die wir gesehen haben. Guck mal, da ist. Was haben wir hier? Ah, hier geht's rein. Kann ich da einfach runterhüpfen oder was? Ja, klar. Sehr gut. Wo ist mein Kuh? Fälscher. Stimmt. Verschwinde. Bitte. Lass uns in Frieden. Geh, du kannst uns nicht helfen. Warum legst du Heute dich nicht Abend hin? Gibt es mein Lieblingsgebräu. Es heißt Ziel. Unsere Eroberer können jederzeit hereingestürmt kommen und sind stets. Wenn ich von Zwergen etwas erfahren will, werde ich mich in Geduld üben müssen. Kochenden Magma und machen Suppe aus uns. Am Ende werden wir also immer zu. Sieh dich um. Sicher gibt's noch einen Krug, aus dem wir ein paar Tropfen schlecken können. Lasst euch von mir nicht stören. Loni. Bin ich völlig Hacke oder steht da der Allvater vor mir? Beides? Das ist gut. Der Weiseste wird sicher bei der Lösung unseres Problems helfen. Helfen wir uns gegenseitig. Was genau ist der Quell eurer Sorgen hier? Reime. Versmaß. Oh, wir könnten dein Dichterherz gebrauchen. Mein was? Deine Worte, deine Begeisterung. Wir, die größten der Söhne Ivaldis, brauchen ein passendes Ende für unser Lied zum, naja, Ende.
Ich kam, um zu sehen, wie ihr mir bei einem Gegenschlag gegen Surt helfen könntet. Ein Gegenschlag? Blödsinn! Außerdem müssen wir es nicht nur mit ihm, sondern seiner ganzen Sippe aufnehmen. Allen voran seine Tochter, Aesa, die unsere Leute einfängt und dann zu Tode schindet. Ein aussichtsloser Krieg. Wir können nur noch essen, trinken, ficken und unser Vermächtnis besiegeln. Genau. Aber ganz offensichtlich haben wir uns betrunken wie Thor in Utgard-Lokis Halle und kein Reim will passen. Also musst du das Lied der Saga von mir und Loni beenden. Ich werde das Ende eurer Saga mit Mjölnirs Stärke schmieden. Ja, welch Ehrgeiz! Alle sollen sich an uns erinnern und uns ehren. Ja, wenn Havi bei uns ist, müssen wir den letzten Vers anpassen. Hör gut zu. Herab stieg der, den man Havi nennt, kam zu zwei Zwergen, deren Namen er nicht kennt. Ach du Scheiße, das hört sich ja alles scheiße an. Er suchte Krieger eisern und hart, fand leider nur Säufer mit Kotze im Bart. Er folgte dem Klagen- und Jammergeschrei, sie wirkten zwar männlich, doch hatten kein Ei. Eine Heldensaga sollte er singen, doch wie er auch lügt, es wird nicht gelingen. Nehmen wir das. Eine Heldensaga sollte er singen, doch wie er auch lügt, es wird nicht gelingen. Ich hatte etwas anderes im Sinn. Versuchen wir es mit! Ihr nennt euch Söhne Ivaldis. Warum? Um seinen Namen in den Dreck zu ziehen? Ich glaube nicht, dass er unsere Saga beenden will, Brami. Geh weg, Loni! Deine Worte reiben Salz in unsere Wunden. Doch sie sind durchaus wahr. Täglich sehen wir, wie unsere Reihen sich lichten. Freunde gehen und kehren nicht zurück. Zu vergessen ist verlockend. Surt hat mir meinen Sohn genommen. Ich kann es mir nicht leisten, zu vergessen. Ihr sagtet, Surt hat eine Tochter? Ja. Schlau, gerissen, befehligt eine Schar von Elitekriegern. Sie überwacht Surts Vorhaben hier. Wo kann ich sie finden? Die Straße hinauf ist ein Schmelzwerk. Die Zwerge dort wissen vielleicht mehr. Ich gehe dorthin und höre mir an, was deine Leute wissen. Mit etwas Glück kann ich Aesa schnappen und ihr Leben gegen das meines Sohnes tauschen. Danke, Brami. Nun sorge für dein Volk, wie es ein wahrer Sohn Ivaldis tun sollte. Es braucht dich. Das werde ich. Am Ende werden wir also immer zu Essen verarbeitet? Ein gruseliger Gedanke. Was machst du? Ich kann dein Gejammer nicht länger ertragen. Dann schlage ich vor, dass du dich jetzt ausruhst, denn wenn du es nicht tust, kann ich es auch nicht. Beachtliches Festmahl für solch verzweifelte Zeiten. Reichlich Essen, reichlich Ale, reichlich Frauen. Würdest du woanders sein wollen? Das ist durchaus überzeugend. Entschuldige mich. Du solltest nicht hier sein. Seid gegrüßt. Oha! Sieht aus, als hätten wir hier einen Ehrengast. Bist du gekommen, dich unserem letzten Augenblick der Freude anzuschließen, Erhabener? Also das ist es, was hier vor sich geht. Ah, verpiss dich doch mit deinem überlegenen Getue. Du verdirbst uns nur die Laune. Dessen bin ich sicher. Bitte, lass dich hier nicht sehen. Geh weg, hier gibt's schon genug Elend. Ist das denn möglich? Heeresvater, mächtiger Dichter, Rabengott! Der, den sie Wunscherfüller, Sensenmann und Erhabener nennen. Meinen Namen kenne ich und ihrer sind da viele.
Doch wie heißt du? Ich bin Ori, Sohn von Nori. Sohn von Gori? Ebenso Sohn von Gori. Die hießen beide gleich. Gezeugt von Fimbur, Spross des Fomur, drittes Kind des Bömbur. Dann gab es noch Gunlake, Veni, nochmal Gori. Ori, sagtest du? Genau, Sohn des Nori. Dein Familienstolz ehrt dich. Sind noch welche von ihnen bei dir? Leider nicht. Allesamt tot. Vater wurde von einer Kuh zerquetscht, die von einer Klippe fiel und auf ihm landete. Omi schiss ein Vogel ins Gesicht. Da purzelte sie vom Pony und wurde von ihrem eigenen Karren überfahren. Opi hatte seine Rasierklinge verlegt und wollte sich mit der Axt rasieren. Den Rest kannst du dir denken. Eine bemerkenswerte Pechsträhne. In der Tat. Pech liegt in unserer Familie. Wir ziehen Unfälle förmlich an, könnte man sagen. Und doch, als wir angegriffen wurden, schaffte ich es hierher. Hier lebe ich nun im Überfluss. Vielleicht habe ich die Pechsträhne überwunden. So, wir haben hier noch... Oh, schön, Titan. Sehr gut. Den Rest nehme ich erstmal nicht mit. Oh. Hat der hier noch so alles? Attentatsschaden, Widerstand, Attentat, Kopfschuss. Du hast doch einen Kopfschuss, Junge! Nicht wahr? Tattoos. Wozu brauche ich Tattoos? Haarschmuck. Gibt eine Menge Haarschmuck. Oh, das sieht ja geil aus, ja. Keltischer Bart. Sonst noch was? Bis zum nächsten Mal. Suchst du den Schmied? Er ist unterwegs. Auf Erkundung, sagte er. Kann ich nochmal irgendwas sagen? Suchst du den Schmied? Er ist unterwegs. Auf Erkundung, sagte er. Naja. Ach, guten Tag, Fremder. Du siehst aus, als wüsstest du, wie man eine Angel auswirft. Ich hätte gedacht, an diesem Ort des Überflusses bräuchtet ihr keine Hilfe. Hm. Die Fische hier ließen sich tatsächlich sehr leicht fangen. Zu leicht. Wir aßen zu viele. Wir dachten, sie würden ewig reichen. Wir lagen falsch. Bring mir Fische von außerhalb, Fremder. Von dort, wohin wir uns nicht trauen. Ich werde dich reich entlohnen. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Okay. Also für die Sachen hier kriegt man solche Sachen hier. Brauchst du noch etwas? Ich komme ein andermal wieder. Ich frage mich. Ich frage mich, wer das alles macht. Gleich nachdem ich hier fertig bin und was gegessen habe. Gut gesagt, mein Liebling. Gut gesagt. Bitte, lass dich hier nicht sehen. Ich bin des ganzen Mets und Ales überdrüssig. Als nächstes trinke ich Wasser. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das schmeckt. Ich weiß, ihr seid verletzt. Euer Wille ist gebrochen. Meine Worte... Du solltest... Luna! Komm, trink mit mir! Oder bist... Aber ich hörte das... Ich will jetzt nicht trinken. Ich bin gleich bei dir. Gleich nachdem ich hier fertig bin und was gegessen habe. Willkommen, mein Bester. Lass mich ein Kunstwerk aus deiner Haut und deinen Haaren machen. Die Notlage deines Volkes scheint deine Stimmung kaum zu trüben. Gegen Traurigkeit hilft am besten Frohsinn. Deswegen pflegen wir gute Gedanken. Du hast einen neuen Entwurf für mich. Nagt es nicht an deinem Gewissen, hier im Überfluss zu leben? Während deine Leidensgenossen andernorts verhungern. Ach, muss ich leiden, weil sie leiden? Alle haben ihr eigenes Schicksal. Mein Schicksal war es, unter diesem ertragreichen Baum Zuflucht zu finden. Ich werde diese Zeit genießen, bis bessere Zeiten kommen. Oder eben nicht. Ein andermal vielleicht. Ich hab zu tun.
Saufen ist auch Arbeit. Lass uns in Frieden. Oh, Erhabener. Im Auftrag Redas gebe ich dir bestens bezahlte Arbeit. Wenn du magst, versteht sich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gleich bei dir. Gleich nachdem ich hier fertig bin und was gegessen habe. Ein Schiffsbauer hier, okay. Gut, wo müssen wir denn jetzt, kommen wir hier raus? Ja, ich bin hier immer noch so am Suchen. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier ein bisschen umher gucke, aber im Prinzip gehört es ja auch dazu. Ich denke mal, das ist der Weg, den wir hier hätten kommen können, oder? Was haben wir denn hier? Plündern wir doch gleich mal hoch. Was haben wir hier? Oh. Was ist das jetzt hier? Auf jeden Fall nur 30 FPS. Also wirklich, Balder? Wie oft fragst du denn noch? Aber warum ging hier jetzt gerade was los? Wenn Surt ein Herz hat, werde ich es prüfen. Sicher ist das Leben seiner geliebten Tochter Balders Freiheit wert. Die Zwerge im Schmelzlager. Vielleicht können Sie mir helfen, die kleine Prinzessin aufzuspüren. Ich weiß jetzt ja nicht, warum das jetzt dazwischen kam. Aber gut. Nu, sind wir hier runtergekommen? Jetzt ist es offen? Wenn wir drinnen waren, ist es offen? Okay. Krass. So, das ist dann 400 Meter in die Richtung. Ich hätte Duty gefunden, wenn diese Elite-Soldaten, die wir da haben, wenn die hier irgendwie ein eigenes Menü hätten. So, da müssen wir jetzt was suchen, ja? Begib dich nach Gufu Thorpe. Achso, das ist ja hier nochmal. Oh, dieser Gestank. Das riecht ja schlimmer als Ivaldis Schmiede in Asgard. Mal sehen, was mir diese Zwerge über Aesir erzählen können. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Warum nicht? Was machst du denn hier? Sperrgebiet. Herr, wieso bist du hier? Mach dich auf den Weg, ja? Du arbeitest, als gäbe es kein Morgen. Ist es das, was Aesir von euch verlangt? Es hält mir ihr Ungeziefer vom Leib. Und es hält mich satt. Naja, so gut wie. Momentan könnte ich einen Troll verschlingen. Ich kann mir vorstellen, dass man hier oft von Hunger geplagt wird. Darf ich dir etwas zu essen anbieten? Damit bliebe ich Arbeitsbiene zumindest auf den Beinen. Ich habe etwas, das deinen Magen verstummen lässt und dich hoffentlich aufmuntert. Wie kann ich diese Barmherzigkeit vergelten? Wir haben einen gemeinsamen Feind, Aesir, und ich suche nach ihr. Und ob sie unser Feind ist. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihr hübsches Gesicht zu sengendem Brei verarbeiten. Leider ist sie bisher nicht zurückgekehrt, sodass ich es versuchen könnte. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Kannst du mir sonst irgendetwas sagen? Ich bekomme den Eindruck, dass du ihr gegenübertreten willst. Mit Gewalt.
Dann lass bloß Vorsicht walten. Acer kann ihre Wunden mit Magma behandeln. Und das ziemlich schnell. Sie trägt immer eine frische, seidige Schicht auf der Haut. Ich werde es mir merken. Wenn du Acer siehst, richtest du ihr einen freundlichen Gruß von mir aus, ja? Geh weg, hier gibt's schon genug Elend. Was machst du überhaupt? Ich möchte dich etwas fragen. Mein Hase? Du solltest nicht hier sein. Ich brauche nicht lang. Geh bitte. Ich will keinen Ärger mit den Wachen. Sie erlauben mir nur zu sprechen, wenn ich ihnen Bericht erstatte. Sonst nicht. Ja, aber... Ich sollte mich als Feuerriese verkleiden. Bitte. Lass dich hier nicht sehen. Verhalte dich ruhig. Ich bin es, der Aase. Was? Das ist eine gute Verkleidung. Wenn Loki Unterricht gibt, sag ihm, wir könnten sein Wissen gebrauchen. Ich habe ihn in eine Kerkerzelle gesperrt. Für die nächsten 1000 Jahre etwa. Ah, also was führt dich zu uns? Sicher kommst du nicht, um uns aus der Patsche zu helfen. Ich suche nach Acer. Kannst du mir weiterhelfen? Surts Tochter? Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ihre Schergen jedoch lassen uns nicht aus den Augen. Ich kann dir nur sagen, dass sie überall, wo sie hingeht, große Teiche aus Magma schafft. Hier hat sie das auch getan. Sie läuft darin herum. Angeblich nutzt sie sie sogar zur Fortbewegung. Da freue ich mich schon drauf. Sie ist gewitzt. Wenn du Gruben voll flüssigem Feuer siehst, könnte das bedeuten, dass sie in der Nähe ist. Ich halte mein Auge offen. Hast du einen Augenblick? Verpiss dich, ein Auge. Freundlich. Was machst du überhaupt hier? Hast du einen Augenblick? Verpiss dich, ein Auge. Freundlich. Ja, mit der haben wir doch schon gequatscht hier, hä? War da nicht noch irgendwo eine? Führ sie bloß nicht hierher. Hier ist noch einer. Ich suche die, die sie Acer nennen. Sagt dir dieser Name irgendetwas? Ja, nämlich, dass ich nicht mit dir reden sollte. Die anderen auch nicht. Und jetzt geh, bevor wir noch beide im Kochtopf landen. Oder eher in Magma. Hier gibt's schon genug Elend. Was willst du hier? Bitte, lass dich hier nicht sehen. Der Musik wird jetzt hier erst auffüllen, oder was? Das ist ein bisschen nervig gerade, muss ich sagen. Das ist jetzt ein wenig nervig. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Weil das hält auch halt nicht so lange an hier. Das ist jetzt schlimmer eigentlich an der Sache. Jetzt gehen wir da nochmal hin. Da oben sind erst die Wachen. Hier Was unten. Was bist du hier? Verschwinde! Bitte! Ja. Ich suche die, die sie Acer nennen. Sagt dir dieser Name irgendetwas? Ja, nämlich, dass ich nicht mit dir reden soll. Oh, Mann, ich bin doch verkleidet. Und jetzt geh, bevor wir noch beide im Kochtopf landen. Junge, oder eher in Magma. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Geht es dir gut? Geh weg! Ich muss das in Ordnung bringen. Sonst verliere ich die ganze Ladung und meinen Kopf dazu. Nein. Du solltest wirklich gehen. Nein. Was ist... Was? Wir beide sollten reden. Erhabener, bist du es wirklich? Was machst du denn hier? Ich bin auf der Suche nach Surts Tochter, die sie Acer nennen. Sie soll sich oft in dieser Gegend aufhalten.
Sie macht ihre Rundgänge. Sieht nach, ob wir auch so gut arbeiten, wie wir können. Was ist das Ziel all dieser Arbeit? Wer weiß. Sie bringt uns das Erz, wir gewinnen Metalle daraus und die gehen dann an Surt, für was auch immer er es braucht. Und wie ist sie so, diese Acer? Wenn man es sich mit ihr verscherzt, brüllt sie einen an. Aber solange man sich ordnungsgemäß verhält, ist sie eigentlich ganz erträglich. Sie sorgt dafür, dass wir verpflegt sind und unsere Wunden geheilt werden. Ungewöhnlich für Feuerriesen. Wo könnte ich sie jetzt finden? Ich weiß es nicht. Aber du könntest es beim Brennofen versuchen. Bitte keinen Ärger. Acer scheint gutmütig zu sein. Für einer aus Muspels Volk. Es ist ganz, ganz schlecht. Brennofen? Wo ist denn der Brennofen? Da oben irgendwo. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle aber erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann hier hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.